Hallo Ali, ich bin's wieder, der alte Knack aus dem rostigen Städtchen Neulenkbach im Wienerwald. Ist das ein Tag, die Sonne scheint und meint, geh raus und tu was und ich sitze im Büro und putze und mach, also im Haus putze ich und im Büro mache ich Computer, so schaut's aus. So ist das, ja, frustrierend und von uns überhaupt. Ich melde mich gleich wieder mit aktuellen Informationen aus diesem wunderschönen Städtchen. Und jetzt kommen die blauen Wolken, denn die gehören zum Neulenkbach-Vlog. In einer Zeit, in der die Leute, wenn sie husten, schräg angeschaut werden, man den Käse ohne Brot isst, weil kein Brot mehr da ist, und ich zu faul bin, Brot zu backen, das soll hier mal ganz offen gesagt werden, aber ich mache es aus Rücksicht zu meiner Frau, und wenn ich kein Brot backe, dann versaue ich die Küche nicht. In der Zeit, wo man vor dem leeren Teller sitzt, und traurig ist, und man ein schlechtes Gewissen hat, wenn wer hustet und man ihn nicht testet. Was ist mit der Welt passiert, oder? Naja, ehrlich gesagt bin ich geistig gerade etwas ausgelaugt. Ich bin ja noch stolz auf mich, dass ich gestern mein Skript zum Laufen gebracht habe, dass auch heute nachweislich, meine Frau war Zeugin, die war dabei, nachweislich Office 2021 Home and Student installiert hat. Ich bin schon ein fauler Sack, sage ich halt. Das Skript ist jetzt wirklich so, dass ich jeden Rechner, der installiert gehört und eingerichtet gehört, das Skript drüber laufen lasse, ein paar Buchstaben drücke und das läuft. Das Schöne ist, dass man jedes Mal das Skript ein bisschen verändern muss, weil man auf Fehler draufkommt, dass es letztlich dann keine Zeitersparnis ist. Aber sollte nochmal die Situation eintreten, dass ich 10 Rechner für jemanden installieren muss, dann bin ich schnell. Das ist der Plan. Ja, erinnerst du dich nicht? Begonnen habe ich mit dieser Skripterei, mich die erste Schulklasse in der Schule mit Notebooks ausgestattet habe, wo ich da 50 Notebooks im Wohnzimmer liegen gehabt habe. Das Klimpern bedeutet, dass sich das Kind gerade ausruht. Ach schon, das wieder. Ja! Ansonsten, meine Frau arbeitet zu viel. Das ist meine Meinung jetzt. Ihre Meinung ist, darf man darüber reden, dass es gerade schwierig ist. Es ist viel zu tun, es sind schwierige Sachen zu tun. Es sind wenig Leute, die arbeiten. So kann man es zusammenfassen. Ich glaube, das gilt ganz generell, oder? Mhm. Die Frage ist, gehöre ich jetzt zu den Leuten, die nicht arbeiten, oder gehöre ich zu den Leuten, die arbeiten? Wie definiert ihr Arbeit? Frage an euch. Könnt ihr bitte drunter schreiben, wie ihr Arbeit definiert? Was sind die Voraussetzungen, dass man zu einem Vorgang Arbeit sagen kann? Jetzt werden viele sagen, ja, das ist ja, weil man Geld kriegt. Nö, denn der Geschirrspüler arbeitet auch und bekommt kein Geld. Der kriegt nichts, ein bisschen Strom und ein bisschen Wasser kriegt er. Mehr kriegt er nicht, der Geschirrspüler. Ist ein armer Hund. Waschmittel und alles. Ja, ist ein armer Hund, oder? Sollen wir uns verbünden und für die Geschirrspüler auftreten und uns engagieren, dass es den Geschirrspülern besser geht? Wir können für die Geschirrspüler klatschen. Das hat sich bewährt. Ja, wir müssen für den Geschirrspüler. Bravo, ihr habt es gut gemacht, ihr seid super, bravo. Was ist mit dir? Die Waschmaschine muss ich auch, ja. Die Waschmaschine muss ich noch klatschen. Bravo Waschmaschine, Geschirrspüler, super. Hey, das ist ja nett. Sie hat gesagt, wäschst du das nächste Mal ohne Strom? Mhm. Das ist ja rücksichtsvoll. Ja. Ja, ein wunderschöner Herbsttag. Die Welt, die Blätter liegen uns zu Füßen. Und ja, wir genießen das Leben. Ich freue mich schon, wir fahren jetzt nach Breisbaum. Vielleicht sehen wir unterwegs irgendwo was, was man essen kann. Das ist schon hart, ich habe es eh schon angeschaut. Meine Frau nimmt das Scherz an. Zu hart? Es ist Pferdebrot.
Soll ich es davor kauen? Ich beiß mal ab. Na, so viel Schmerzen kannst du nicht haben, als du beißen kannst. Ja, so machen wir das. Oh, wir könnten ein bisschen Butter mit Käse essen. Ich immer, ja. Fett mit Fett. Gestern ist der Leberkäse gekommen. Wir haben 4 Packen Leberkäse im Kühlschrank. Die gute Nachricht ist, er fühlt sich so an, dass er keinen guten Eindruck macht. Das sind diese schwarzen Dinger, die habe ich euch schon gezeigt, wie schmeckt es oder vegan. Ein lecker Block. Das ist immer so eine Lotterie. Kommt er gut, kommt er schlecht, kommt er trocken, kommt er feucht, kommt er wie auch immer. Aber wir könnten uns fischen. Nö, das heißt nö. Machen Sie mal bei der Faschingssitzung. Ja, da filmen wir. Stellt euch vor, die Legre, ja, das ist die Kamera, mit der ich ursprünglich den Vlog gefilmt habe, beziehungsweise das Coronavirus-Tagebuch. Die kleine Canon. Die HFR 88, 86 und 806. Die können Spotlight. Ja, was man nicht alles herausfindet. Im Scene-Programm ist das drinnen. Und jetzt haltet euch fest, das Ding, mit dem ich jetzt gerade filme, das kann nicht Spotlight. Die Legre kostet 250, die kostet einen Tausender. Sehr gescheit, gell? Naja, jedenfalls habe ich vor, mit vielen Kameras auszurücken. Ich fahre mit der XA40, da mache ich die Totale in 4K. Ich schneide aber in HD, das heißt, ich habe 50% Spielraum und kann schieben. Das wird wunderbar. Bin gespannt, ob die das. Die kann auch Spotlight. Die Frage ist, ob es dann das rauskommt, was ich will. Und dann filme ich mit einer XF300 bewegt, wie immer. Die Legre montiere ich wieder an die Heizkörper seitlich. Und dann bleiben noch eine Legre, eine XF300 und die Powershots über. Die kann man verschiedenen Leuten in die Hand drücken, theoretisch. Und sie haben sich schon einige angemeldet. Und eine muss ich vorne hinschmeißen, wahrscheinlich die XF300, um den Ton aufzunehmen vorne. Das sind so die Überlegungen. Also ihr seht, mein Kopf ist voll aktiv und voll radikal am Denken. Ah, ich verstehe, das Trick war jetzt, dass er raufgeht, weil dann braucht er seine Aufgabe nicht mehr. Ja, alles wunderbar. Ich schaue jetzt mal, ob es schon Covid-Zahlen gibt. Das wäre schön, denn wir fahren heute zum Zirkus und wäre schön, wenn die schon vorher, aber ich glaube, das wird Stress und knapp. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. So wollen wir das. Verzeiht, ich muss weiter essen. Es gibt leider keine Covid-Zahlen. Dafür wäre ein Apfel. Ein Riesenapfel. Fast so groß wie mein Ohr. Dann haben wir fast so groß wie mein Kopf, ne? Und dann auf einmal fast so groß wie das Ohr. Und dann so groß wie meine Warze. Na, sehr spannend. Ja, es ist eigentlich wunderbar. Ich bin halt wieder davon gekommen und musste nicht die Vogelhäuser aufhängen, weil ich ja EDV-Computergeschichten gemacht habe. Und ich habe auch nicht stemmen müssen, weil ich ja EDV-Computergeschichten gemacht habe. Und morgen ist Sonntag. Da werde ich am Sonntag, am Vormittag die Kameras zusammensuchen. Die sind ja im ganzen Areal verteilt. Das Schlimmste ist, ich muss die Ladegeräte dazu suchen. Die spielen nämlich bei der Faschingssitzung fast 3 Stunden. Und da ist immer das mit den Akkus ein bisschen zu blöd. Und dann muss ich noch die Speicherkarten vorbereiten und schauen, dass die genug Platz haben für 3 Stunden Material. Och, großer Stress, ich habe gar keine Zeit mit euch zu reden. Ich bin überhaupt der Ärmste von uns überhaupt. Kann aber nicht warten, weil die Covid-Zahlen nicht da sind. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir auf das verzichten mit den Covid-Zahlen? Na, dann fühlen wir uns ja absurd. Die Covid-Zahlen sind ja der einzige Grund, warum ich genötigt bin, dieses Video immer an dem Tag zu machen, an dem ich es mache. Weil sonst kennt es ja wie beim Flipperstein, man kennt für eine Woche die Videos vorproduzieren. Ziehen wir halt dazwischen was anderes an, damit es nicht ausschaut oder damit gar nicht wasch. Und wird das bereitstellen. Aber die Covid-Zahlen, die zwingen mich. Außer ich nehme die Covid-Zahlen von vorigen Monat. Dann könnte ich wieder vorproduzieren. Es wäre sehr kreativ. Was meint ihr? Was soll man machen? Vorproduzieren oder kreativ sein? Oder machen wir einfach einen Lebkuchen und essen wir den. Das ist das Beste. Der Lebkuchen ist verdammt lecker. Ich habe gestern mit meiner Mutter drüber geredet. Sie hat gemeint, sie kauft einen Kübel um 5 Euro und isst den dann, weil er so gut ist. Dann habe ich gesagt, na dann kaufe ich lieber nicht den Kübel um die 5 Euro, weil sonst esse ich den dann. Und das fällt uns gerade noch, dass ich nur ein Kübel Lebkuchen esse, oder? Covid-Zahlen und Fakten für den 12.11.2022. 3823 Laborbestätigte Fälle,
4.708 Genesene und 282,8 ist die 7-Tage-Inzidenz. Ja, das war's dann schon wieder für diesen wunderbaren Neulenkbach-Vlog. Inzwischen ist es schon viel später, ihr wisst Bescheid. Wir waren schon im Zirkus und alles wunderbar. War ein sehr spannendes Erlebnis, das könnt ihr in einigen Tagen bei Alles Zirkus sehen auf YouTube. Ja, in diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem wunderbaren YouTube-Kanal.